Frau Berger. Das ist er, oder? Der Bruno. Das ist er, der Linke. Mhm. Das kenne ich wieder vom Plakat. Ja, ich auch, nicht von der Zeitung. Er redet, ja, mit Sommerinien, verhalten die sich flüssig, weißt du, Haarspielt nicht. Mhm. Und redet eigentlich auch keinen Schwan, aber halt falschig, gell? Ja, ja, das ist das. Er ist gekümpft. Ja, ja. Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Ja, Respekt, ihr engagiert euch. Ja, wir sind fleißig. Ja, ich hoffe, sie hören uns auch. Ja. Ja. Dass wir die Partei die Standards sichern. Schauen Sie drauf? Ja, selbstverständlich. Bloß entschieden wird das heute in Brüssel. Ja. Und ja, ja, wenn Sie alle meinen, dann schauen, dann haben Sie schon recht. Ja. Aber am Verhandlungstisch setze ich nicht. Ja. Ja, über den Bundesminister. Ja. Oder über unsere Europaabgeordneten. Nein, wir, ja, wir wollen auch nicht unsere Möglichkeiten überschätzen. Mhm. Dann heißt es wieder, wir sind arrogant, wenn wir sagen, das regeln wir schon. Das ist uns egal, Hauptsache die Kirche. Ja, ja. Aber man muss wirklich die Kirche im Dorf lassen. Wir haben eine ganz klare Position von Bayern aus und die haben wir sowohl in Berlin als auch in Brüssel eingespeist. Und wir sagen nicht grundsätzlich nein, sondern wir sagen, aber wir erwarten, dass die Verbraucherstandards, dass die Herkunftsstandards alle gesichert bleiben. Das bringen wir in die ganze Diskussion. Aber man muss ehrlich sein. Ja. Und man muss ehrlich sagen, dass das Ganze jetzt über die lange Zeit sehr, sehr bedeckt gehalten war. Das ist eigentlich nur an die Öffentlichkeit geraten, weil so viele Leute sich engagieren und endlich das mitgekriegt haben, was eigentlich da im Hintergrund läuft. Das muss man ganz ehrlich sagen. Na, das ist vollkommen richtig. Die Transparenz hat also wirklich zu wünschen übrig. Ja, ja. Es kennt ja, glaube ich, keiner von uns, die wir da sind. Das ist nicht zu wünschen übrig lassen. Das ja. ist ja alles geheim. Die Frau Neuchel weiß von den ganzen Dingen nichts, die konnte uns nichts sagen. Und Sie sagen uns jetzt, dass das alles nicht so transparent ist. Das ist geheim ist das. Und was ist geheim in einer Demokratie? Das steht da unten drauf. Das ist ein Ermächtigungsgesetz, was Sie uns da aufdrücken wollen. Ja, ja, ja. Ich hoffe, das in der Schule gelernt, wie die Parlamente entmündigt werden. Ja, nochmal, Herr Brunner, Sie sind da eigentlich Landwirt. Glauben Sie, dass es einen Landwirt gibt in Deutschland, der durch diese Maßnahmen, also dieses ganze Planen und Verzinken, Ablauf, einen Vorteil hat? Ich bin der Auffassung, als Beispiel, Europa hat 15 Millionen Bauern, also in der ganzen EU von bis Bulgarien und dergleichen. Und die Amerikaner haben 150.000 Farmer. Das ist Ungleichgewicht bei gleicher Flächengröße als Beispiel. Das kann nicht gut gehen. Und ich meine, wie der Amerikaner mit seinen Flächen umgeht, wenn wir das übernehmen, dann kriegen wir ein Riesenproblem auf unserem Planeten. Wir sind da inzwischen. Ja, ja. Und ich kann auch eins sagen, warum nimmt man nicht einen nächsten Nachbarn als Beispiel dieses G7, was man jetzt macht? Das ist Luft. Wenn der 8. abgeht, der wichtigste auf dem Kontinent ist. Das ist das größte Land der Erde, verfügt über die meisten Rohstoffe. Und wir als Exportland und als Importland von Rohstoffen und Energie, wir wollen mehr da weiterleben. Es wird in eine Sackgasse führen, wir haben ein Riesenproblem. Und ich kann heute schon sagen, jeder, der Enkel hat oder auch schon die Kinder, der wird nochmal dran denken, welche eine fatale Entscheidung jetzt getroffen wird. Wir brauchen die Nordamerikaner nicht. Also wir werden zum TTIP eigene Veranstaltung machen von der CSU, damit da die Fragen wirklich ernst genommen werden, im Bildungswerk wahrscheinlich, damit da diese Antworten, die ihr auch kriegen möchtet. Der Minister wird heute in seiner Rede ja sehr viel dazu sagen und deswegen steht das da seid, da wir wieder diskutieren. Diese, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Klar, ist da dann der Redner ein Nicht-CSUler. Wir werden. Die sind ja befangen, ich müsste dem zustimmen praktisch. Ja, aber also, ich verstehe ihn jetzt nicht. Warum ist der CSUler befangen?
Ich glaube, dass die CSU, wie kaum eine andere Partei, die letzten 6 Jahrzehnte bewiesen hat, dass sie fürs Land und für die Menschen da sind. Und Sie sagen, die CSU ist befangen. Mhm. Das ist nach wie vor unser Anspruch, das Beste für Bayern und auch für die Landwirtschaft zu erreichen. Also das nehme ich für mich schon in Anspruch, dass ich Tag für Tag arbeite, um die Schöpfungsgrundlagen zu erhalten, um die Zukunftsfähigkeit unserer Betriebe zu sichern und dass wir letzten Endes auch in Zukunft bäuerliche Betriebe haben und keine industrielle Landwirtschaft. Wenn das so wäre, Herr Brunner, dann dürften Sie dem TTIP überhaupt nicht zustimmen. Genau, von Grund auf, das TTIP ist totales Gegenteil. Da wissen Sie vermutlich mehr als ich. Ja. Wenn Sie das alles wissen, wie der Verhandlungsstand ist, es ist überhaupt noch nicht schlussverhandelt. Mhm. Aber wenn Sie die Ergebnisse schon alle kennen, ja, dann sind Sie schon einen Schritt weiter als ich. Nein, nein, um die Ergebnisse geht es ja nicht. Es geht um die ganze Maßnahme. Genau. Also TTIP ist erstens nicht nur Landwirtschaft, sondern die Landwirtschaft ist eher ein kleiner Teil davon. Es geht um die gesamte Wirtschaft. Ja. Mhm. War bis jetzt bei jedem Freihandelsabkommen so, dass immer die Landwirte die Leidtragenden waren. Und viele andere. Nicht unbedingt. Aber immer. Doch. Also Bayern profitiert ganz schön auch vom Export unserer Produkte. Ja. Wir haben Seit wann ist Bayern ein landwirtschaftliches Exportland? Das ist doch immer... Ganz einfaches Beispiel. Wenn wir sagen, wir dürfen nicht mehr produzieren, als was wir im eigenen Land verbrauchen, dann muss jeder zweite Milcherzeuger aufhören in Bayern. Weil wir 330% Selbstversorgungsgrad bei Käse haben und bei Milch 175%. Und wenn ich nur 100% erzeugen darf, dann muss ich zu den anderen Milchbauern sagen, euch braucht man nicht mehr. Zahlen. Ja, weil er gerade gesagt hat, wir sind kein Exportland. Natürlich sind wir bei bestimmten Produkten auf den Export angewiesen. Getreide, Soja. Wie Getreide. Also, ihr wollt sowas wegen, glaube ich, gell? Bei Rindfleisch haben wir auch 200% Selbstversorgungsgrad. Da erzeugen wir auch doppelt so viel, was der bayerische Verbraucher will. Brauchen wir die Amerikaner nicht. Nein, mir geht es bloß darum, dass wir nicht alles über einen Kamm scheren und von Haus aus, bevor wir informiert sagen, nein. Sondern wir haben in Kreuth bei unserer Klausurtagung ein sehr kluges Papier verabschiedet. Wir haben Bedingungen genannt, unter denen wir unsere Zustimmung erteilen. Welche sind das? Ja, die können wir zuschicken. Die habe ich jetzt nicht alle, weil das ist ein längeres Papier. Mhm. Und das können Sie gerne haben. Haben Sie überhaupt Zustimmungsrechte? Oder wird das Parlament überhaupt gefragt? Das deutsche Parlament wird gefragt, ja. Also nicht Bayern, sondern Berlin sitzt am Verhandlungstisch. Aber da habt ihr was zum Sagen, Herr Brunner. Ja, natürlich, da reden wir mit. Genau. Wir sind allerdings der kleinere Koalitionspartner. Und die Maria Neuchel kann nicht sagen, sie ist dagegen, sie hat mit ihrem Gabriel mit am Koalitionstisch, und der muss zustimmen. Also muss jetzt die SPD mal wirklich einig sein, welchen Weg das geht, nicht bloß über zwei. Nein, unabhängig davon, die Frau Maria Neuchel sagt, und das glaube ich ihr, sie hat keinen Zugang zu diesen Papieren, worüber sie abstimmen soll. Ja, geht's noch? Ob das jetzt ein schwarz oder roter ist, aber muss die Sache lesen können, worüber man abstimmt. Gut, ich wollte es uns übergeben und die Leute warten auch noch. Jetzt mit rein, jetzt können wir vielleicht anschließend noch ein bisschen diskutieren im persönlichen Gespräch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Genau. Herr Brunner, Sie haben jetzt schon gespannt. Also es ist wirklich auf dem Herzen liegt dieses ganze Thema um TTIP herum. Wir vertreten heute eine Bürgerinitiative mit der Seenstaat gegen Gasfahren. Wir setzen uns ein für unsere Umwelt, für die Natur, für unser sauberes Trinkwasser. Und wir befürchten, dass hier bei Abschluss von TTIP auch dieses in Gefahr sein wird, also die Belange von Mensch und Umwelt. Wir haben uns mit ein paar Gesichtspunkten beschäftigt, die wahrscheinlich, soweit wir davon wissen, in TTIP ratifiziert werden sollen. Und die haben wir Ihnen hier in einem Fragenkatalog aufgeführt und wir möchten gerne Ihre Stellungnahme dazu. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns diese Schreiben beantworten würden. Und wir würden es auch sehr gerne veröffentlichen. Und das gerne an jetzt übergeben. Vielen Dank. Also soweit ich das beantworten kann, werde ich das tun und Sie kriegen auch eine Antwort von mir. Okay. Das kann ich Ihnen heute schon so sagen. Wort. Ja, gut. Selbstverständlich. Dankeschön. Bitte schön. Gut, dann gehen wir rein. Geht's mit hoffentlich, oder? Logisch. Logisch. Ja. Gut.
Grüß dich.